Lieben, und willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich glaube, ihr hört es, beziehungsweise ich drehe nicht mehr in meiner alten Filmecke. Ich habe jetzt ein eigenes Zimmer. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht akustisch auch ein bisschen hören kann. Ist natürlich jetzt für mich eine mega Umstellung. Die Rückwand sieht zwar gleich aus, aber alles andere ist hier halt anders. Und ich muss erstmal mich reinfuchsen, wie ich was am besten für mich gestalte, damit das mit dem Drehen auch wirklich gut funktioniert und. Und dass die Videos vernünftig aussehen. Die Rückwand, die wird sich übrigens bald noch ändern. Das sind jetzt noch die mit den Kirschblüten, wie ihr da an der Seite sehen könnt. Aber da kommen bald noch andere, weil ich liebe es einfach, wenn das so ein bisschen gedeckt ist, alles, ne? Damit man nicht das große Zimmer sieht, sondern ihr wisst, was ich meine. Darum soll es natürlich nicht ausschließlich gehen über das Thema neues Zimmer, Filmzimmer, sondern ich habe von New Craft Day wieder ein Paket bekommen. Ich durfte mir ein paar Produkte aussuchen. Ich freue mich mega, sie euch vorzustellen. Außerdem haben sie momentan, es kommt ja Black Weekend, Black Friday. Ihr wisst, was ich meine. Manche machen daraus ja komplette Wochen. Haben die auch eine Aktion? Verlinke ich euch unten alles in der Videobeschreibung. Da findet ihr alles und kommt direkt dann auch auf die Website von New Craft Day. Aber bevor ich jetzt weiter über mein neues Zimmer rede und, nehme ich euch an das Stativ und zeige euch, was ich mir diesmal ausgesucht habe. So, ihr seid jetzt an einem Stativ und ich hoffe, es läuft alles so, wie ich mir das vorstelle. Ich muss mal eben gucken, ob ich mit der Lampe so ein bisschen. So ist, glaube ich, besser. Dann könnt ihr nämlich mehr sehen. Hier ist das Paket. Das Einzige, wo ich so ein bisschen bin. Ja, ihr seht es, glaube ich, schon. Hier sind so ein paar Löcher reingekommen. Da kann New Craft Day nichts für. Das ist über den Transport, denke ich, passiert. Ich hoffe einfach mal trotzdem, dass alles drin ist, was ich mir ausgesucht habe, um es euch vorzustellen. Werden wir aber gleich sehen. Aber ich denke und hoffe mal, ja, weil es waren keine Kleinteile an sich, die ich ausgesucht habe. Und ich hoffe einfach mal, dass alles da ist. Ich weiß auch nicht, wann genau das passiert ist. Ob das bei DHL passiert ist oder während der Überfahrt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir schauen jetzt mal gemeinsam rein, was alles drin ist. So, ich habe ein kleines Cuttermesser hier. Damit mache ich jetzt mal die Tüte richtig auf. So, einmal zur Seite. Und dann gucken wir mal gemeinsam rein. Und zwar habe ich mir diesmal wieder was zum Sticken ausgesucht und auch Diamond Painting und was ganz was anderes, was nichts mit Diamond Painting und auch mit Sticken zu tun hat. Und wie gesagt, ich hoffe einfach mal, dass alles noch so drin ist, wie es sein muss und nicht irgendwas verloren gegangen ist. Steckt man ja nicht drin. Und wie gesagt, New Craft Day kann er auch nichts für. Das ist während des Transportes passiert. Sieht man auch, da hat, ja, keine Ahnung, was sie da veranstaltet haben. Aber kann passieren. So, ich bin jetzt einmal überlegen, womit fange ich am besten an? Ich nehme einfach mal erstmal alles raus und dann gucken wir uns das in Ruhe an, denke ich mal. Einmal habe ich mir ein Diamond Painting Bild ausgesucht. Ja, das ist jetzt ein bisschen geknickt, aber ist nicht so weiter schlimm, weil es gegossener Kleber ist. Da kann das mal passieren, dass es knickt, aber es sieht nicht schlimm aus. Wir gucken uns das aber trotzdem gleich genauer an. Das lege ich erstmal zur Seite. Dann habe ich mir etwas zum Sticken ausgesucht. Das lege ich auch erstmal hier hin. Und hier ist das andere. Moment, einmal das. Das muss ich mal gucken. Und zack. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles raus. Ich lege die Tüte mal zur Seite. Und ich glaube, wir fangen einfach mal mit den kleineren Sachen an, die ich mir ausgesucht habe. Und zwar, wie gesagt, das hat jetzt nichts mit Diamond Painting zu tun und auch nicht mit Sticken, sondern mit meinem Gefühlsbuch. Der New Craft Day hat auch für Bullet Journal und Co. Zubehör bekommen. Ich glaube, noch nicht allzu lange im Sortiment. Und zwar ist das hier eine Tape-Rolle mit verschiedenen Motiven. Kann man hier schon gut erkennen. Mit Schmetterlingen, ne, so ein bisschen Vintage angehaucht. Hier ist so eine Kamera. Na, wie heißt sie? Jetzt fällt mir natürlich das Wort nicht ein. Nicht Spiegelreflexkamera. Dein Ernst, dass mir das jetzt nicht einfällt? Aber ihr glaubt, ihr wisst, welche Kamera ich meine, wo man dann die Fotos, ne, gleich rausbekommt. Pilze mit einem Brief. Also ich fand das richtig schön. Ich gucke mal gerade, ob ich die aufmache oder lasse ich sie zu. Das ist nämlich eine gute Frage. Mache ich euch das einmal auf, weil das so schön eingerollt ist. So, ich habe das jetzt mal aufgemacht.
Ich muss mal gucken, dass ich hier den Anfang finde. Das müsste, glaube ich, der Anfang sein, wenn ich mich nicht täusche. Na, na komm. Irgendwie ist das gut fest hier gerade. So, jetzt habe ich ihn. Der war nämlich auch noch mal fest, ist aber der Anfang, das ist nicht so weiter schlimm. So, hier seht ihr das. Ne, das ist so ein breiteres Tape. Man kann aber auch, wenn man möchte, so einzelne Elemente dann rausschneiden und die jeweils draufkleben. Das fand ich richtig schön. Wie gesagt, ist ein bisschen Vintage angehaucht. Passend für Bullet Journal oder halt, wenn ihr Freunde einen Brief schreibt oder was auch immer. Ja, man kann in heutiger Zeit auch noch Briefe schreiben oder eine Einladungskarte oder Grußkarten und. Und da kann man halt sowas schön zum Verschönern drauf machen. Oder wie gesagt, das Gefühlsbuch, was ich mache oder so ein Bullet Journal. Dafür eignet sich das hervorragend. Und die habe ich mir einmal ausgesucht wegen den Motiven. Ich fand das richtig schön und wollte es mal ausprobieren. Dann habe ich mir noch was ausgesucht, ebenfalls fürs Bullet Journal. Man kann aber das natürlich auch für Briefe nehmen, für Postkarten, für Einladungen, für Weihnachtskarten, für Geschenkekarten, Geburtstagskarten etc. Und zwar ist das so ein Stiftchen für Stempeln, also für Wachsstempelsiegel. Und ich habe das bis jetzt immer nur über die Kerze gemacht. Ich weiß, das würde auch gehen. Aber ich finde sowas natürlich auch praktisch. Ihr könnt hier nämlich euer Teelicht reinmachen, also hier unten drunter. Dann stellt ihr das drüber, ne? Und dann habt ihr hier einen Gusslöffel. Und den könnt ihr dann ganz einfach hier drauf packen. In aller Ruhe euer Wachs schmelzen lassen. Wenn es dann heiß ist, könnt ihr es rausnehmen, umgießen und mit dem Stempel euer Siegel machen. Ich finde es total süß und praktisch, weil, wie gesagt, ich habe es sonst immer so gemacht, dass ich es an der Hand gehalten habe. Ja, aber in der Zwischenzeit könnte man dann halt auch andere Sachen machen. Man muss sich dann halt nicht nur immer auf das Wachs konzentrieren, was hier drin ist, sondern ihr könnt das schon vorbereiten, könnt in der Zwischenzeit eure Seite fertig machen, die ihr gestalten wollt und dann oder den Brief fertig schreiben und dann halt mit dem jeweiligen Wachs einmal abgießen, Stempel drauf und fertig. Ich finde das total süß. Das ist jetzt in Lila, gibt es in drei verschiedenen Farben. Werde ich euch, wie gesagt, unten auch alles verlinken. Ihr könnt ja gerne mal vorbeischauen. Habe auch noch einen Rabattcode für euch. Den werde ich auch am Ende des Videos unten jeweils verlinken. Aber das fand ich total süß. Und ich bin schon mal gespannt, wie ich damit arbeiten kann und ob das wirklich eine Erleichterung ist. Aber ich denke mal schon, weil ihr könnt das so in Ruhe vorbereiten. Das Wachs ist dann halt weich und gegossen und ihr könnt das verarbeiten, ohne dass ihr wirklich die ganze Zeit diesen Löffel in der Hand halten müsst, um mit dem Wachs zu arbeiten. Und das Schöne ist, diese Kelle ist auch tiefer. Also hier kann ich sogar ein paar Wachssteinchen mehr reinmachen, um halt reell mit den Siegeln zu arbeiten. Und das finde ich eine total super Sache und schöne Idee. Glitzert auch ein bisschen. Könnt ihr das sehen? Ne, hier ist so ein bisschen Glitzer drin. Auch hier im Stiel vom Löffel. Könnt ihr das sehen? Und mir gefällt das richtig gut. Und ich denke mal, ich werde es euch vielleicht auch mal zeigen, wenn ihr Lust habt, ne, wie ich so ein Siegel mache. Und dann werde ich das auf jeden Fall einweihen. Ich freue mich. Ich finde es total süß. Wie gesagt, drei verschiedene Farben gibt es. Und ich habe mich für Lila entschieden. So, das waren jetzt die beiden Produkte, die jetzt nichts mit Diamond Painting oder Sticken zu tun haben. Die Tüten packe ich jetzt erstmal hier zur Seite. Mich triggern so gerade mal ein bisschen die Hände. Das sind typische Stallhände. Ich habe ja Sid und Flo, also unsere beiden Pferde, übernommen von meiner Großen. Die hat andere Wege eingeschlagen, ja. Und jetzt bin ich wieder mehr im Stall. Und diesbezüglich leiden die Hände so ein bisschen. Bleibt ja nicht aus. Und das triggert mich so gerade ein bisschen, weil ihr seht ja meine Hände auch. Jetzt seht ihr mal richtig schöne Bauernhände. Ich kann es nicht ändern. Aber wo man arbeitet, ne, fällt Späne. Und ja, ist leider so. Ja, und hinzu kommt neue Umgebung und. Das ist alles so ein bisschen nicht einfach mit jemandem, der ADHS hat. Man kennt so seine gewohnte Umgebung, wo ich sonst immer gefilmt habe. Und jetzt ist hier alles so ein bisschen anders. Und aber ich werde mich reinfuchsen. Also die nächsten Videos werden definitiv dann irgendwann wieder etwas harmonischer. Ist versprochen. Aber es ist halt eine mega Umstellung für mich, weil ich vorher wirklich da in so meiner Garagenbereich da gedreht habe und jetzt bin ich wirklich so in diesem Zimmer. Hier ist so ein bisschen alles anders, der Klang ist anders, die Atmosphäre ist anders. Ich sitze hier am Schreibtisch, nicht mehr an meinem Drehtisch
Und daran muss ich mich jetzt wirklich erstmal so ein bisschen gewöhnen und auch mit warm werden. Das dauert ein bisschen. Das ist leider so. Das werdet ihr auch in den nächsten Videos wahrscheinlich so ein bisschen mitbekommen. Aber es wird, mit der Zeit wird es werden. Ist versprochen. Also wundert euch nicht, warum ich so ein bisschen bin. Aber es wird sich alles einpendeln. Ist versprochen. So, als nächstes denke ich mal, gucken wir uns mal das Stickmotiv an, was ich mir ausgesucht habe. Dieses Mal ist es kein winterliches oder kein herbstliches, sondern schon eher Richtung Frühling, kann man eigentlich sagen. Und ich bin mal von meinem Look weggegangen so ein bisschen. Ihr kennt ja so die Bilder, die ich vorher gekauft habe und euch auch schon vorgestellt habe. Ich habe übrigens auch schon eins fertig von New Craft Day. Das werde ich euch jetzt auch mal in den nächsten Videos zeigen. Wie es geworden ist, ist einer meiner ersten. Also erwartet keine großen Wunder, sage ich euch gleich. Nicht, dass ihr denkt, oh ja, ne? Ich habe nach Jahren des Nichtstickens mal wieder angefangen. Und man muss doch sich erstmal wieder reinfuchsen. Allerdings muss ich für mich sagen, dafür, dass es wirklich schon Jahre her ist, bin ich meines Gefühls nach doch wieder gut reingekommen. Klar, es ist nicht 100% und 100% werde ich wahrscheinlich auch nie abliefern. Da ist mein ADHS auch meistens sehr dominant und ständig im Weg, weil wenn die Konzentration nachlässt, man sieht es dann halt. Und es soll ja auch halt Spaß machen. Das ist ja Faktum Numero Uno. Und es soll nicht nur deswegen professionell aussehen, sondern die Freude darf halt auch nicht verloren gehen. Aber ich werde, wie gesagt, euch das in den nächsten Video mal zeigen, wie weit ich damit fertig geworden bin, auch wie es ausgewaschen aussieht. Aber jetzt gucken wir uns mal das nächste Motiv an. Das hat ein Maß von 40 mal 50. Oh, hier sind noch ein paar andere Sachen. Oh, das finde ich schön, was dabei ist. Und zwar habe ich gerade das Toolkit gesehen. Hier ist schon mal das Motiv drauf. Ja, ihr seht richtig. Ich nehme immer mit Stempel, also vorgedruckt. Auch einmal wegen meinem ADHS, weil ich könnte wahrscheinlich, wenn ich wirklich viel Konzentration habe, könnte ich wahrscheinlich auch ohne Vordruck arbeiten, aber mache ich nicht, weil ich kenne mich, wenn dann die Konzentration nachlässt. Und ich bin halt so ein Mensch, wenn ich mich versticke, ne, ist kein Problem, das dann zu ändern. Aber nach dem vierten, fünften Versticken oder nach dem vierten, fünften der Faden verknotet sich und sowas, dann wird diese Konzentration immer schwächer. Und wenn ich dann abzählen müsste, bevor ich überhaupt sticken kann, da sehe ich das Problem und dann kann das sein, dass die Fehlerquote sehr, sehr hoch ist und dass ich aus Frustration das Sticken wieder zur Seite packe. Deswegen habe ich mich so darauf eingestellt, dass ich sage, ich werde generell nur mit Vordruck nehmen, weil ich da wirklich eine gewisse Sicherheit habe, wie bei Diamond Painting ja auch. Da habt ihr ja auch eure Symbole und ihr habt eine Farbskala, wo ihr euch dran orientieren könnt und müsst nicht jeden Steinchen einzeln abzählen, weil bei mir ist wirklich so dieses Problem. Ab einer gewissen Frustration, die Frustrationsgrenze bei ADHS ist halt sehr gering. Und umso mehr Frust man hat, umso mehr weicht die Freude, auch wenn die Freude eigentlich vielleicht überwiegt, aber diese Frustration wird dann sehr dominant. Und dann kann es ganz schnell passieren, dass man ein Hobby, obwohl man es liebt und obwohl man es gerne macht, wirklich zur Seite legt. Nicht umsonst sagt man ja auch, ADHSler haben bis zu 1000 Hobbys. Das ist wirklich so, das ist auch kein Scherz. Ich bin froh, dass es bei mir alles im kreativen Bereich geblieben ist. Ich frische auch immer wieder Sachen auf. Und ich bin auch froh, dass ich momentan so in einem Bereich geblieben bin, so mit diesem, so ähnlich wie Malen nach Zahlen, halt jetzt nur im Stickbereich bzw. Diamond Painting. Dass es nicht so ausufert. Bei manchen ufert das massiv aus. Bei meiner Großen war das oder ist es halt der Fall, dass sie wirklich sehr oft massiv ihre Hobby-Einstellungen ändert. Und da bin ich eigentlich sehr froh, dass es so ein bisschen in dieser Palette geblieben ist und ich mich auch mittlerweile weiß, einzuschätzen, was ja und was nein. Und deswegen stelle ich überwiegend halt wirklich Stickmotive mit Vordruck und vor. Man kann natürlich auch es so machen, wenn einem das Motiv gefällt. Man kauft es mit Vordruck, wäscht es aus, weil das könnt ihr mit kaltem Wasser auswaschen. Und dann habt ihr einfach ein weißes Leintuch, also Sticktuch. Und könnt darauf dann das Motiv selbst abzählen, weil ihr habt jedes Mal dabei nochmal die gleiche Vordrucksache auf extra Papier. Und die meisten sind wirklich so, dass man sagen kann, gut, dann zählt man sie selber ab. Also das wäre kein Problem, wenn einer sagt, oh ja, das Motiv gefällt mir, aber ich möchte es nicht mit diesem Vordruck haben.
Ne, man muss natürlich mal gucken, da ist nicht jedes Motiv für geeignet oder jeder Vordruck. Da muss man natürlich immer vorab schauen, ob es geht oder nicht. Aber die meisten, die ich euch vorgestellt habe bis jetzt, glaube ich, ja doch, da müsste, glaube ich, bei jedem so gehen, könnte man wirklich, wenn jemand sagt, Motiv ja, Vordruck nein, dass man sich dann halt wirklich das Tuch auswäscht und dann habt ihr nur noch das blanke weiße Tuch und könnt darauf dann das Motiv selbst abzielend draufsticken. Ne? Deswegen, aber wie gesagt, bei mir werdet ihr wirklich meistens oder überwiegend bis jetzt, ich traue mich nicht dran und vielleicht ändere ich auch noch mal meine Meinung, ich weiß es nicht, erstmal nur mit diesem Vordruck finden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr merkt, ne, ich habe schon wieder weit erzählt. Ich zeige euch jetzt mal das Motiv, worum es geht. Und zwar ist es heute mal ein bisschen was Märchenhaftes. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich nehme euch gleich sonst noch mal an die Hand. Das ist ein Pferd in einer Blumenwiese, beziehungsweise ein Einhorn in einer Blumenwiese. Fand ich richtig, richtig schön. Und ihr seht von den Farben her, es ist schon sehr frühlingshaft, also sehr pastellfarben, was mich aber freut, weil wie gesagt, ich finde es immer schön, wenn man so unterschiedliche Motive hat. Man muss ja nicht nur Winter, nur Herbst, sondern man kann ja auch ein bisschen in unterschiedlichen Motiven arbeiten. Hier seht ihr den Vordruck. Und der ist wieder richtig schön. Man kann alles super erkennen. Hier ist nochmal das Vorschaubild. Hier vorne ist die Legende mit den jeweiligen Symbolen, wo ihr dann auch sehen könnt, welcher Faden wo versteckt wird. Ist natürlich wieder eine leichte Herausforderung, sage ich ganz ehrlich, weil in manchen Bereichen ist es halt mega Konfetti. Also wir haben eine gute Mischung, sagen wir mal so. Ich habe hier oben im Bereich immer mal wieder Color Blocking, was sehr erholsam ist, wobei ich sagen muss, Color Blocking unterschätzt es bitte nicht. Nur weil es eine Farbe ist, heißt es nicht, dass ihr schnell vorankommt. Also das ist ein Irrglaube. Die Erfahrung mache ich selbst auch. Man denkt das immer, aber nein, man kommt nicht unbedingt schneller voran, nur weil ihr Color Blocking beim Sticken habt. Also ist die gleiche Arbeit wie bei Color Blocking, klar, bei Konfetti, klar. Ihr müsst nicht ständig das Garn oder den Faden wechseln oder so Überläufe machen. Das fällt natürlich weg. Aber im Endeffekt ist es vom Gefühl für mich her nicht so, dass ich sage, ja, Color Blocking ist schneller gestickt, wie wo sehr viel Konfetti ist. Das ist bei Diamond Painting so ein bisschen was anderes, finde ich. Kann mich aber irren. Könnt ihr mir ja gerne schreiben. Aber wie gesagt, so ist es von meinem Gefühl her oder was ich bis jetzt gestickt habe, habe ich nicht so einen ganz großen Unterschied. Man hat halt wirklich nur optisch dieses Gefühl, man hat mehr geschafft. Ne, weil wenn ihr hier bei den Konfetti jedes Mal euer Farbe ändert, dann hat man immer den Eindruck, ach, man kommt ja gar nicht vorwärts. Und wenn ihr dann so eine große Fläche habt mit einer Farbe, dann hat man eher so das Gefühl, ach, guck mal, mal was geschafft. Also das ist so das Einzige, das ist so, glaube ich, eine optische Täuschung. Aber ich finde das schön, dass es hier so eine kunterbunte Mischung hat. Ne? Einmal Color Blocking und halt ein bisschen Herausforderung, nicht nur Color Blocking, sondern auch Konfetti unten. Ich kann euch das gleich mal zeigen, wenn ich euch näher rannehme. Mit dabei ist eine Anleitung. Ne, hier seht ihr das nochmal, auch nochmal erklärt mit 11 CT, 14 CT. Dann halt, wie man ja, den Vordruck lesen kann, die jeweiligen Zahlen, wo was ist. Finde ich eigentlich immer super erklärt. Hier unten habt ihr nochmal diese Stiche, die es gibt. Meistens wird bei denen, also was ich ausgesucht habe, dass der normale Kreuzstich benutzt. Es gibt aber halt so einen französischen Knoten, Cast Off. Ne, ihr seht das hier unten, was man alles so sticken kann. Hier wird auch erklärt, wie ihr nachher nach dem Fertigsticken das Tuch reinigt, beziehungsweise halt, dass die Grundierung runtergeht und ihr nachher wirklich ein weißes, blankes Sticktuch unten drunter habt. Und so sieht das Ganze aus. Ich finde das gut, dass es hier auf so einem Extrazettel ist. Ich hatte das auch schon mal anders, aber auf so einem Extrazettel finde ich das nochmal richtig schön. Ich lege sie mir auch immer wieder weg, weil es immer mal sein kann, dass ich dann so, wie war das nochmal? ADHS-Hirn das grüßen, aber dann kann ich mich hier nochmal orientieren. Und das Schöne ist, hier seht ihr wirklich nochmal, ab welchem CT ihr, wie viel Stränge ihr halt von euren Garn haben müsst. Ne? 11 CT sind 3 und 14 CT sind 2. Ja, das ist dann immer so super zu merken. Und deswegen finde ich immer super, wenn sowas mit dabei ist. Dann haben wir ein Toolkit mit dabei.
Und zwar, oh, das ist super. Ich bin ja einer, ich verliere gerne Stricknadeln. Mache ich wirklich. Frag mich nicht warum, aber ich habe so ein Talent dafür. Hier sind gleich 6 Stück dabei. Nee, 5 Stück. 5 Stück in so einem kleinen süßen Knoll. Finde ich richtig praktisch, dann fallen die auch nicht weg. Dann haben wir hier so einen halben Fingerhut. Und die liebe ich. Da habe ich allerdings schon, ja, wo sinnlos Kräfte walten, werden sinnlos Kräfte schalten. Ich habe schon einen verbogen. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe. Muss ich irgendwie hintergehakt sein. Jetzt habe ich aber wieder einen Ersatz, weil die finde ich besser wie diese mit diesen Alu-Münzen, wo ihr nur so eine Alu-Schlaufe dran habt. Ich glaube, ihr wisst, welche ich meine. Da habe ich schon 2 kaputt gekriegt, einfach nur, weil ich es durchgezogen habe. Und ihr braucht teilweise mit dem Stickgarn, wenn ihr so 3 Stränge habt, ein bisschen, ne, mehr Zug, um halt durch die Öse zu kommen. Wobei hier sind die Ösen sehr schön, schön groß. Ich habe nämlich auch schon Nadeln gehabt, da war das nämlich etwas kleiner. Und ja, da habe ich es dann wirklich geschafft, diese anderen Einfäder zu zerreißen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da finde ich die Haken einfach richtig praktisch, weil ihr könnt da wirklich schön mit einfädeln. Ihr habt auch was für größere Nägel und für kleinere Nadeln. Finde ich super. Und ich glaube, sind das spitze? Nee, das sind stumpfe Nadeln. Das ist schön. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das Toolkit, was hierbei ist. Hier haben wir das ganze Garn drinne. Und das ist eine ganze Menge. Dieses Garn ist jetzt zum Beispiel kein schimmerndes Garn. Ich habe jetzt ein Stickbild, was ich sticke zurzeit. Das hat so ein leicht schimmerndes Garn. Also es ist immer unterschiedlich. Jetzt mal eben gucken. So, genau. Es sind hier auch 2 von diesen Paletten drauf. Ne, hier habt ihr die jeweiligen Nummern schon vom Garn mit drauf. Das ist mal super. Und es sind halt viele helle Pastellfarben mit dabei. Einmal hier. Und diese ganze Palette. Insgesamt sind es 40 Farben. Ich weiß gar nicht, hatte ich schon mal ein Bild mit 40 Farben? Ich bin mir gerade jetzt nicht sicher. Von hell zu dunkel, mit Lilatönen, Blautönen. Alles so in diesem rosa-lila-Blauton. Hier ein paar Aprikotfarben. Finde ich schön. Das gefällt mir, was ich sehe. Fässt sich auch super an. Und wie gesagt, dieses Garn ist jetzt nicht so schimmernd. Ich habe jetzt eins, was ein bisschen schimmert. Das ist immer unterschiedlich von Motiv zu Motiv. Und die sind auch schön aufgefädelt mit diesem Knoten. Einfädelknoten. Das finde ich gut. So, dann packe ich das schon mal wieder zusammen. Wie gesagt, 40 Farben. 40 mal 50 ist das Ganze. Mal gucken, wie ich das jetzt am besten rüberwickle. Ich will das ja auch nicht verknoten, so wirklich. So. Und dann erstmal wieder da rein. Okay. Da muss ich mal gucken, wann ich damit anfange, weil ich momentan aktuell sticke ich ein Weihnachtsbild. Ich werde es wahrscheinlich aber nicht fertig bekommen bis Weihnachten. Also muss ich ganz ehrlich und realistisch sehen. Dann habe ich noch ein Harry Potter Stickbild, was ich noch als erstes fertig machen möchte. Und ich denke mal, dann werde ich damit anfangen. Und halt das eine fertige, was ich euch ja noch zeigen möchte, auch von New Craft Day. Ja, so ist der Plan. Ich habe jetzt nämlich, jetzt muss ich überlegen, 2 Stück jetzt schon im Anfang. Also ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich eins fertig mache. Ich bin so ein Mensch. Das Problem ist nämlich, wenn ich zu viele anfange zu sticken, verhaspel ich mich nachher und dann habe ich mir angefangene Bilder als wie fertige Bilder. Das möchte ich natürlich auch nicht. Und deswegen, ja, werde ich erstmal das eine Bild fertig sticken, was ich da habe. Das Weihnachtsbild wahrscheinlich erstmal zur Seite packen. Ich glaube nicht, dass ich es bis nächsten Monat Dezember fertig kriege, beziehungsweise vorher fertig kriege. Weil es ist doch eine gute Herausforderung, muss ich auch sagen. Weil es auch sehr viel,
ja, auch diese Mischung hat. Color Blocking, aber auch Konfetti. Und ich mache es immer so nebenher. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag kontinuierlich gestickt. Das hatte ich bei dem einen von Newcraft Day gemacht. Aber es muss ja auch die Zeit dafür da sein. Momentan ist halt mit Umräumen und so weiter und so weiter. Und dann muss ich auch noch ein paar Sachen verkaufen. Da bin ich momentan sehr viel am Achsen und dann fehlt natürlich die Zeit beim Sticken. Und deswegen mache ich das immer so zwischendurch mal. Da schafft man natürlich auch nicht extrem viel. Das ist leider so. Aber es soll, wie gesagt, ja auch Spaß machen und kein Stress und kein Druck. Aber ja, ich finde dieses Motiv richtig schön und ich bin schon mal gespannt, wie es dann aussieht im fertigen Zustand. Man kann natürlich im Vordruck schon einiges erahnen, aber richtig schön kommt es erst hervor, wenn natürlich die richtigen Farben drauf sind. Und wie sich das Ganze dann rein optisch macht. Aber so, was ich jetzt sehen kann, gefällt mir schon sehr gut. Und es gefällt mir auch gut, wie der Vordruck ist. Ich nehme euch mal an der Hand und zeige euch das. Na, hier könnt ihr den Vordruck sehen. Die sind richtig schön sauber geprägt. Man kann die auch gut voneinander unterscheiden, was ich schön finde. Man hat, wie gesagt, so einen extra Zettel auch nochmal, wo alles mit drauf ist. Nee, das finde ich schön. Das gefällt mir. Das ist gut zu sehen und zu erkennen. Und wie gesagt, hier unten seht ihr halt, ne, hier unten ist ein bisschen hier unten ist halt ein bisschen Konfetti. Und hier oben haben wir ein bisschen mehr Color Blocking. Das ist also wieder eine richtig schöne bunte Mischung von allem. Und dann bin ich mal gespannt, wie lange ich brauche, beziehungsweise ist halt, wie gesagt, immer je nachdem, wie ich auch Zeit habe. Und dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Und ich kann jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt ein Zimmer habe, auch mal einen Stick mit mir machen. Oder Paint with me. Das klappt jetzt natürlich besser, als wo ich jetzt vorher immer gedreht habe. Weil das war irgendwie total blöd dann auch. Hat halt alles Vor- und Nachteile, ne? Einerseits war der Raum nicht schlecht, aber andererseits war der Raum halt auch ein bisschen beengend. Und ja. Das ist das Problem. Hier seht ihr nochmal den Vordruck mit dem Pferd. Und ich bin gespannt und freue mich. Wie gesagt, hier ist nochmal die zweite Ausführung. Finde ich immer praktisch beim Sticken. Weil während des Stickens kann es ja immer mal passieren, gerade da, wo ihr Konfetti habt und ihr stickt, dass ihr dann mal gewisse Symbole nicht mehr so gut erkennen könnt. Und dann ist es immer praktisch, wenn man separat nochmal eine Legende bzw. so einen Vordruck habt, wo ihr nochmal nachkontrollieren könnt, welches Symbol sich darunter versteckt hat. So, das war einmal das Stickmotiv. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten Produkt und zwar zu meinem Diamond Painting Bild, was ich ausgesucht habe. Ja, ich weiß, es sieht schlimm aus. Aber ich sehe das so ein bisschen locker, auch von dessen, weil es halt gegossener Kleber ist. Und gegossener Kleber kann so einiges ab. Also bei doppelseitiger Klebefolie hätte ich jetzt ein P in den Augen bekommen. Aber bei gegossenem Kleber sehe ich das Ganze so ein bisschen lockerer. So, dann wickeln wir das mal auf. Ich mache mal eben die Kerze zur Seite. Dann haben wir nämlich mehr Platz. Das auch. Und die beiden Sachen auch. So. Und dann wickeln wir das jetzt mal auf. Es ist ein großes Bild. 40 mal 70. Muss mal gucken, ob ich das hier überhaupt komplett auf meinen Schreibtisch jetzt bekomme. Könnte eng werden. Es ist sehr, sehr groß. So. Hier sind die Steinchen. Die gucken wir uns gleich an. Und zwar ist das ein Wolf. Also diesmal keine Katze oder was anderes, aber es ist trotzdem was Mystisches, finde ich, vom Motiv her. Ich nehme euch auch gleich nochmal an die Hand, dann kann ich euch das etwas genauer zeigen. Als erstes zeige ich euch mal das Toolkit, was mit dabei ist. Und zwar habt ihr so ein Standard-Toolkit. Einmal ein weißes Schiffchen mit Schnabel. Dann habt ihr insgesamt zwei Aufsetzer noch dabei. Einmal den Vierer und einmal den großen. Ich glaube, das müsste der Neuner sein.
Und das sind die schmalen, das finde ich immer super, weil ich liebe diese schmaleren Aufsätze. Dann habt ihr einen Stift dabei mit einer Standardspitze. Der Stift ist so ein bisschen glitzern mit einem Squidgy. Ein großes Wachsblättchen und eine Metallpinzette ist mit dabei. Das ist das Toolkit. Wie gesagt, das Motiv ist 40x70 und hat insgesamt 35 Farben. Es ist sehr dunkel gehalten, also sehr blaulastig, weißlastig. Was das Bild aber richtig schön trotzdem macht. Und ich bin auch gespannt, wie das aussehen wird, wenn das fertig gepaintet ist. Weil ihr seht ja jetzt immer nur einen Vordruck. Und Vordruck lässt ja immer nur erahnen, wie das Motiv dann fertig aussieht. Wir haben einiges an Color Blocking an Seiten, da wo es halt dunkel ist. Das müsste auch, genau, das ist die 939, so ein dunkelblau. Aber ihr habt auch ein bisschen Konfetti. Also es ist hier auch wieder so eine gesunde Mischung. Nicht nur Color Blocking und nicht nur Konfetti, sondern so eine schöne, konstante Mischung. Und zwar, hier seht ihr nochmal den Vordruck. Hier ist das Motiv. Ein Wolf mit so einem Medaillon und Symbol. Und im Hintergrund ist es so eine Art wie so eine Art Tempel. Der hat mir angesprochen und hat mir so vom Vordruck her schon gefallen. Und was ich sehe, gefällt mir auch richtig gut. Die Leinwand ist eine normale Standardleinwand. Gegossener Kleber. Wie gesagt, 40x70. Und hat besondere Steinchen mit dabei. Und zwar IBs. Und das freut mich mega. Und ich gucke mit euch zusammen jetzt mal die Steinchen an. Und ich zeige euch Ich zeige euch als erstes die Steinchen, auch die ABs, und dann zeige ich euch nachher, wo man welche Steinchen ungefähr findet und wie viele ABs dabei sind. Hier seht ihr die Steinchen. Das sind eckige Steinchen in praktischen Tütchen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr wollt, direkt aus diesen Tütchen painten und müsst sie nicht umfüllen. Ich sehe schon einige ABs. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele dabei waren. Deswegen lasse ich mich jetzt auch mal überraschen. Wie gesagt, es ist sehr blauhaltig und etwas düster. Okay, hier ist schon mal ein Steinchen. Muss ich mal eben zur Seite packen. Ich hoffe mal, das war jetzt nur ein Steinchen, was so außerhalb der Sipptütchen ist und nicht, dass ein Sipptütchen auf ist. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich sehe keine anderen Steinchen hier. Deswegen denke ich und hoffe ich mal, dass es halt vom Einpacken passiert ist. Weil es kann immer mal passieren. Hier ist noch eins. Wir schauen gleich mal, aber es ist eine andere Farbe. YouTube. So, also, dann gucken wir mal. Und zwar, hier seht ihr schon mal die sehr dominante Farbe, die in diesem Bild sehr viel vertreten ist. Und zwar ist es die 939, so ein richtig dunkles Blau. Vom Guss her sind die schön, richtig schön glatt unten wieder. Also ihr habt kaum Gusslöchlein, schöne glatte Rückfläche. Das sieht richtig gut aus, was ich sehen kann. Aber wie gesagt, man sieht, ne, von der Farbe verbrauche ich eine ganze Menge. Dann hier die nächste Farbe, ist auch ein schönes Blau. Wie gesagt, das ist das andere Blau. Und auch hier sind die Steinchen hinten schön glatt. Das gefällt mir auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, sind das Acryl oder Harz? Ich glaube, das sind Acryl. Ich bin mir mal nicht sicher. Man sieht manchmal so minimal, glaube ich, ein Gussloch. Auf jeden Fall sehen die gut aus, was ich sehen kann. Das ist nämlich sehr wichtig, egal ob Acryl oder Harz, dass die Steinchen vernünftig gegossen sind, dass man die auch wirklich reell painten kann. Dann haben wir auch ein paar Beige-Töne mit dabei. Hier ist so ein Weiß. Graublau. Eine große Tüte. Graue Steine von der 318. Ein bisschen hellere Steinchen. Hier ist das erste, ja, der erste AB. Der sieht schön aus. Guck mal, wie er schimmert. Das finde ich richtig schön. In diesem Taubenblau. Das ist Nummer 1 von den ABs. Dann haben wir hier so ein Weiß.
Hellblau, das ist ein Hellblau. Guckt euch mal die Farbe an, die ist schön. Die ist richtig schön. Nochmal einen anderen Weißton. Hier haben wir nochmal, Moment, hatte ich, nee, die Farbe hatte ich noch nicht, ne? Nee. Einmal dieses Blau. Wie gesagt, insgesamt 35 Farben. Ich habe hier ein paar Steinchen, die aus den Sipptütchen heraus sind, aber das kann immer mal passieren, wenn die an der Oberkante sind. Ich packe die mir mal einfach mal zur Seite erstmal. Aber ich habe bis jetzt noch keine Tüte gehabt, die offen ist. Also von der Warte her gehe ich mal davon aus, weil das habt ihr nämlich dann, wenn es hier eingefüllt ist, ne, ihr habt hier so einen doppelten. Und wenn sich dazwischen, jetzt will ich es euch zeigen, dazwischen ein Steinchen setzt und das wird zugemacht, dann fallen die natürlich während des Transportes oder so raus. Das ist aber kein Problem und normalerweise hat man immer genügend Steinchen. Also ich habe schon mehrere Unfälle gehabt mit meinen Diamond Painting Steinchen und bin jetzt bis jetzt noch nicht einmal zu kurz gekommen. Also egal was ich, Gott sei Dank, kann man dazu sagen, veranstaltet habe, bei mir ist schon etliches passiert. Mir sind Dosen aus der Hand gefallen, dann sind mir die Schäfchen vom Tisch gefallen, dann sind mir, ich glaube, es gibt kein Diamond Painting Bild, wo ich nicht irgendwo einen Fail hatte. Und bin trotzdem mit den Steinchen immer gut hingekommen. Da ist noch ein AB. Und zwar dieses hier. So eierschalend. Lege ich mal hier hin. Ein hellblau. Noch einen anderen Grauton. Ganz viele Blautöne. Ah, hier. Hier ist noch ein AB. Und zwar dieses zarte Rosa. Auch schön anschimmern. Also ich finde, die Steinchen sehen richtig gut aus. Auch die Rückseite gefällt mir richtig gut. Moment, jetzt gucke ich mal eben. Genau, ich glaube, das waren diese drei ABs, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich schaue noch mal eben mit euch durch. Genau, bei dem Bild sind drei ABs dabei. Ich gucke gleich mit euch zusammen, wo sie sich verstecken in dem Motiv. Ich mache mal die Tüte eben zur Seite. Wie gesagt, das passt jetzt nicht ganz drauf. Ich hoffe, ihr könnt das trotzdem gut erkennen. Also, als AB sind dabei einmal die 161. Einmal die Farbe. Dann die 819, so ein zartes Rosa. Und so ein ganz helles Kraut, so ein heller Grauton, 3072, also 3072. Die haben wir hierbei. Und dann gucken wir jetzt mal zusammen, wo die sich hier im Motiv verstecken. So, ich habe euch nochmal an die Hand genommen. Hier seht ihr nochmal das Motiv mit diesem Wolf. Hier ist die Legende. Ihr habt die Legende übrigens oben und auch hier unten, was ich sehr praktisch finde, weil ich mache ja meistens mit Washi-Tape arbeiten und die Folie damit abtapen, beziehungsweise auch teilweise den Rand. Wo dann halt auch immer ein bisschen Kleber drüber ist. Und dann ist es immer praktisch, wenn man auf beiden Seiten eine Legende habt, weil so könnt ihr auf jeden Fall trotz alledem noch eure Steinchen und die Symbole super erkennen. Und deswegen finde ich das immer praktisch, wenn man beidseitig diese Legende drauf hat. Wie gesagt, so sieht das Motiv aus. Die Symbole und Buchstaben, die ich hier gesehen habe, gefallen mir sehr gut. Also man kann sie gut erkennen, auch in dem dunklen Bereich. Ne, und das meine ich mit Color Blocking. Hier habt ihr halt sehr viel von dem H, also von der Nummer 939. Das ist diese hier, die alle Tüte, die ich euch als erstes gezeigt habe. Da wird natürlich eine ganze Menge in diesem Motiv verarbeitet. Ihr habt aber auch Konfetti mit dabei, ne? Hier besonders in dem Bereich des Wolfes. Da könnt ihr das sehen. Also es ist eine gesunde Mischung von allem. Und jetzt gucken wir mal, wo wir die jeweiligen Steinchen finden.
Und zwar, so, ich glaube, wir fangen einfach mal mit der 161 an. Und zwar ist das das U. So, wo haben wir das denn überall? Das haben wir hier einmal zwischen. Da versteckt, in dem Bereich, da und da. Wo haben wir es denn noch überall? Also hier auf jeden Fall in diesem blauen Bereich findet man überall diesen Blauton versteckt mit eingearbeitet, was ich super finde, weil dann habt ihr das nicht nur auf einer Fläche, sondern hier auch. Hier unten in dem Bereich, da, hier, dort, auch oben. Also das U ist wirklich, also die Farbe 161 ist überall so ein bisschen verteilt in dem Motiv. Das finde ich schon super. Dann haben wir die 819. Das ist dieses Rosa. Mal gucken. Das ist das J. Wo haben wir das? Das haben wir hier oben bei dem Wolf an der Nase. Dort und hier. Dann hier vorne. Also den Farbton haben wir sehr viel bei dem Wolf vertreten im Fell. Immer mal, das finde ich auch schön. Okay. Und dann haben wir noch die Nummer 26 bzw. AB3072. Das ist das Symbol hier und zwar der Buchstabe L. Wo haben wir den denn versteckt? Mal gucken. Auch hier vorne beim Wolf. Einmal hier in dem Bereich, dort hier unten. Auch überall mit im Fell, auch hier in diesem Kristall, den er auf der Stirn hat. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze dann wirkt, wenn es fertig ist. Da oben auch noch mal in diesem Medaillon. Da und da. Das Schöne ist, die ABs sind wirklich schön überall verteilt. Also ihr habt die nicht nur auf einer Fläche oder punktual gesetzt, sondern wirklich überall so ein paar AB-Nuancen mit reingebaut. Und da bin ich mal gespannt, wie das wirkt, wie das nachher aussieht im fertigen Zustand. Wie gesagt, hier seht ihr noch mal das komplette Motiv. Und das gefällt mir, was ich sehe. Und ich bin schon wirklich gespannt drauf, wie es dann anfängt, fertig zu werden. Und ich denke mal, das paint ich mit euch zusammen, wenn ich das anfange. Kann ich ja jetzt. Dann werde ich ein Paint with Sie machen, ein bisschen über mich quatschen, dass ihr auch so ein bisschen vielleicht die Hintergründe von ADHS oder wie meine Tagesformen sind, kennenlernt, weil das Ganze ist ja noch nicht wirklich einfach und auch nicht einfach zu verstehen und zu erklären. Aber das ist einmal der Wolf, den ich mir ausgesucht habe und ich finde ihn richtig, richtig schön. Und ja, ich muss jetzt auch wieder mal ans Painten kommen, weil dadurch, dass die ganze Zeit Umbau war und natürlich meine Filmecke in der Garagenbereich da schon weggebaut worden ist und, bin ich natürlich einmal nicht dazu gekommen, mehr Videos zu drehen, beziehungsweise habe diesen Flow verloren. Zu painten. Ich habe momentan meistens, wenn ich Zeit hatte, gestickt, aber das Painten ist jetzt momentan ein bisschen hinten runtergefallen. Ich habe aber wieder richtig, richtig Lust zu painten und muss jetzt gucken, dass ich dann so eine gesunde Mischung von beiden bekomme, dass ich jetzt nicht nur painte oder nicht nur sticke, ne, sondern so eine komplette Mischung mal wieder mache von beiden und ich hoffe mal, dass ich das jetzt hinbekomme. Ich bin ja froh, wenn der Umbau, beziehungsweise es ist ja kein Umbau, sondern Umräumen jetzt hier in dem Zimmer soweit fertig ist, dass ich auch die Sachen, die ich aussortiert habe, so von unseren Kindern und sowas, also ich nicht nur von Diamond Painting oder so, da habe ich so ältere Bilder, die ich mir selber mal gekauft habe, welche aussortiert, weil der Geschmack verändert sich ja mit der Zeit und man hat dann so seine Motive, die man sehr, sehr gerne macht und dann gibt es so Motive, wo man sagt, ja gut, die hast du dir mal geholt, weil du die mal als Schnäppchen irgendwo gesehen hast und so, aber es ist nicht wirklich dein Motiv. Und da habe ich jetzt ein paar jetzt auch wirklich aussortiert. Ich habe es jetzt auch mal geschafft. Habe ich euch ja schon länger erzählt, dass ich das machen möchte. Habe ich jetzt auch hinbekommen und geschafft und die muss ich verkaufen, beziehungsweise ich habe so einige Sachen, die in der Stube und sowas jetzt natürlich liegen und die ich jetzt mal einstellen muss, damit die wirklich ein neues Zuhause finden. Das hängt mir natürlich auch noch ein bisschen nach und naja, ihr merkt, ne, mein Leben ist wieder voll verplant. Wann ist das Leben bei mir nicht voll verplant? Aber ich möchte halt mein Hobby weitermachen, weil ich das früher schon immer mal das Problem hatte, dass ich diesbezüglich dann irgendwann Hobbys aufgehört habe,
weil ich das nicht mehr geschafft habe, wirklich in meinen Tagesalltag reinzubekommen. Beziehungsweise ich neige halt auch manchmal dazu, so eine Art Hyperfokus zu bekommen und dann fokussiere ich mich nur noch auf mein Hobby, was natürlich auch nicht geht. Und da muss ich jetzt zusehen, so einen gesunden Mittelweg zu bekommen. Ich denke mal, das werde ich auch hinkriegen jetzt, wenn das eine jetzt erstmal von meinem Plan weg ist, sprich mein Bastelzimmer, Gästezimmer hier fertig zu machen. Ich muss noch den Feinschliff machen, also hundertprozentig fertig bin ich noch lange nicht. Das ist leider so, weil ich muss noch meine Wagen vernünftig einsortieren und so weiter und so weiter. Also ihr merkt, ne, ich habe noch eine Menge zu tun, aber ich freue mich schon, dieses Motiv anzufangen. Ich muss jetzt erstmal das andere Bild noch fertig machen, was ich auch, jetzt muss ich überlegen. Von wo hatte ich das denn? Weiß ich, doch, von New Craft Day war das, glaube ich, auch genau. Wollte ich noch erstmal fertig machen. Da hatte ich ja im Nachhinein ja nochmal ein neues Bild bekommen. Wollte ich euch auch noch zeigen. Wie gesagt, das ist liegen geblieben durch dieses ganze Umbauen und so weiter und so weiter. Aber ich nehme es mir jetzt wieder fest vor. Das wird jetzt wieder in Angriff genommen, dass das Ganze wieder läuft. Achso, ich habe euch noch gar nicht die Klebekraft gezeigt, fällt mir gerade auf. Von dem Motiv, das mache ich mal eben. Ne, ihr seht, es haftet sehr, sehr gut. Gegossener Kleber. Und ich liebe ja gegossenen Kleber, weil der wirklich sehr robust ist. Und die Leinwand, wie gesagt, ihr habt es gesehen, hat sich trotzdem super gelegt. Knicke macht bei gegossenem Kleber nicht so viel aus. Bei doppelseitiger Klebefolie ist das was anderes. Da muss man dann wirklich aufpassen. Aber bei gegossenem Kleber passiert so schnell nichts. Und deswegen bin ich jedes Mal froh, wenn die Bilder halt gegossene Kleber haben, weil die wirklich sehr robust sind und einiges aushalten. Und von der Sache her sieht das meistens schlimmer aus, wie es ist. So, ich wuschel wieder und packe erstmal wieder ein. So, das war die Produkte, die ich mir ausgesucht habe. Wie gesagt, einmal das Stickmotiv mit dem Pferd, was ein bisschen Frühling angehaucht ist, der mystische Wolf. Dann diese Stöfchen für mein Wachs, für die Stempel, die ich habe. Und einmal das hier, dieses Washi-Tape für Bullet Journal, Tagebuch, Einladungen, was auch immer. Oder Geburtstagskarten, Grußkarten, Geschenke, also eine Riesenpalette. Und die haben eine riesengroße Auswahl jetzt von den Sachen für Bullet Journal. Sie haben auch eine große Auswahl für Wachsstempeln und Siegeln. Also da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Und wie gesagt, auch eine große Auswahl an Stickmotiven, wie als auch Diamond Painting Motiven. Mit runden Steinchen, mit eckigen Steinchen, klein, groß. Ist eine große Menge dabei. Wie gesagt, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Und sie bekommen auch immer wieder neue Sachen ins Sortiment. Und wie gesagt, das mit dem Bullet Journal, das haben sie noch nicht lange im Sortiment, aber da gibt es noch schon eine große Auswahl von Produkten. Und hiermit bin ich, wie gesagt, schon gespannt, wie sich das macht und ob ich damit besser handhabe, als wenn ich den Löffel immer so über eine Kerze halte. Ich werde euch dann auch mehr mitnehmen, kann ich jetzt ja, weil, wie gesagt, ich habe hier so meinen eigenen Raum und kann euch dann auch mal mehr Sachen zeigen, während ich arbeite und und. Ich habe auch noch einen Rabattcode für euch und zwar mit SIT10. Ich schreibe euch das hier oben und auch unten in die Videobeschreibung rein. Bekommt ihr 10% Rabatt und auch die Aktion jetzt über Black Weekend werde ich euch unten alles reinschreiben. Auch die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, schaut da mal sehr, sehr gern vorbei. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Abo da, aktiviert das kleine Glöckchen oben. Dann bekommt ihr automatisch Bescheid, wenn ein neues Video online ist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich mega freuen. Bis dahin. Tschüss. Eure Wiebke.